Schwimmen für jedermann. Die Berliner Wasserratten veranstalteten auch in diesem Jahr wieder das 24-Stunden-Schwimmen im Paracelsus-Bad in Berlin-Reinickendorf. Das 24-Stunden-Schwimmen ist jedes Jahr wieder was Tolles, weil egal ob groß oder klein, man gucken kann, wie viele Meter man geschwommen ist und was man so kann und es einfach total lustig ist. Um 17 Uhr am Samstag ging es los und jeder durfte zeigen, was er so kann. Anwesend waren alle Altersgruppen insgesamt rund 300 Leute. Auch Kinder unter 10 Jahren zeigten, wie lange sie durchhalten können. Das war nämlich das Motto: Wie weit und lange schaffe ich es, ohne Pause zu schwimmen? Ich bin ein Ultraläufer und ich wollte ein bisschen wechseln Sport. Und ja, ich will probieren, 24 Stunden schwimmen. Die rund 50 Helferinnen und Helfer zählten jede einzelne Bahn der Schwimmerinnen und Schwimmer. Denn wichtig für die Wasserratten ist es auch immer wieder, sozialen Kontakt zu pflegen. Zwischen den ganzen Freischwimmern gab es auch ein Staffelschwimmen und einen Schnupperkurs, in dem man mal professionell tauchen gehen konnte. Viele Jugendliche und Kinder gehen halt raus in die freie Natur, wollen am See schwimmen. Und dann ist es halt natürlich nicht ungefährlich, sozusagen, wenn sie unausgebildet sind. Und deswegen sagen wir, nein, die Kinder müssen ausgebildet sein, sie müssen Erfahrung im Wasser haben. Begleitet wurde das Ganze von schicken Lichteffekten und natürlich Popmusik. Am Ende der 24 Stunden wurde ausgewertet. Es gab Urkunden, kleine Geschenke und für die kleinen Schwimmerinnen und Schwimmer auch eine Medaille. Die Motivation, eine bestimmt schöne Idee, denn das 24-Stunden-Schwimmen soll auch einiges vermitteln. Unser Ziel ist natürlich, die Leute fürs Schwimmen zu begeistern. Es werden überall die Bäder geschlossen und wir haben es auf die Fahnen geschrieben, die Leute fürs Wasser zu begeistern und ihnen Schwimmen beizubringen. Wir bilden sehr viele Schwimmer und Schwimmerinnen aus. Wir sind ein inklusiver Schwimmverein. Das heißt, wir haben sozusagen einen bunten Mix. Wir haben auch viele Leute, die sozusagen Handicap-People sind bei uns. Und wir würden halt gerne alle Berliner und so weiter gerne im Wasser sehen, dass sie schwimmen können. Ob an Land oder im Wasser, Bewegung ist wichtig. Die Berliner Wasserratten freuen sich immer wieder auf neue Schwimmer.